Julia, du warst schon mal bei Dance Against Cancer im Turnier und das sehr erfolgreich. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen einen Druck. Ich war vor 2 Jahren und habe das Publikumsvoting gewonnen mit einer Rumba und habe ein Jahr ausgesetzt wegen der Uni und wollte aber unbedingt wieder mitmachen. Und jetzt ist es ein Tango geworden. Tango ist mal sehr steif und mit dem habe ich Probleme, weil ich tanze ja seit 3 Monaten in Salsa mit meinem Freund und bei Salsa ist natürlich Hüfte, Hüfte, Hüfte und bei Tango keine Hüfte. Und da tue ich mir schon ein bisschen schwer, dieses einfach alles so steif und gerade ist nicht so leicht. Also man denkt sich natürlich, Tango sieht super schön aus und sehr leidenschaftlich und man sieht sich die Videos an und man denkt sich, puh, voll leicht und dann macht man es selbst und denkt sich, doch nicht so leicht. Weißt du schon, was du anziehen wirst? Verratest du das? Ja, ich weiß schon, was ich anziehen werde. Meine Mama hat mir ein Kleid geschneidert. Ja, vielen, vielen Dank, Mama. Ich freue mich schon, das Kleid anzuziehen. Und das ist schwarz-rot mit Pailletten. Meine Mama muss das Kleid noch ein bisschen verändern, weil es muss noch ein bisschen kürzer sein, weil ich mich sonst nicht bewegen kann. Ich bin schon sehr, sehr, sehr nervös. Dann halten wir euch die Daumen. Dankeschön.